Hallo, liebe Leute, heute zeichnen wir einmal ein kleines Eis, ein Cartoon-Eis, habe ich mir überlegt. Solltet ihr sonst noch irgendwelche Wünsche haben, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ansonsten schaut auch gerne bei Steady vorbei, da könnt ihr mich unterstützen, dass hier noch mehr Videos entstehen. Aber legen wir jetzt mal los. Und zwar habe ich jetzt wieder hier den Umkreis 3000 mal 3000. Was heißt hier Umkreis? Ihr wisst schon, Leinwand. Meine Güte, jetzt muss ich erstmal wieder zu den ganzen Fachbegriffen kommen. Hab hier eine leere Ebene und wähle mir dann erstmal einen Pinsel aus. Da kann ich jetzt von meinem Cartoon Brush Pinsel einfach die Dicke mir hier auswählen. Die habe ich bereits vorgefertigt. Oder ihr nehmt einfach einen einfachen Pinsel von Procreate, mit dem ihr zeichnen könnt oder gerne zeichnet. Und dann fangen wir eigentlich an, so einen Bogen zu zeichnen. Und jetzt können wir den natürlich so lassen. Ist ein bisschen schäbs. Jetzt sag mal, hier ist ein bisschen geschwungen. Das gefällt mir vielleicht nicht so oder doch. Je nachdem, wie du eben dein Eis haben willst, kannst du das befüllen. Kannst du natürlich auch jetzt hier noch mit einer Radiergummi begradigen, wenn du möchtest und sagst, nee, das schaut nicht gut aus. Oder wir machen es dann nochmal einen Schritt anders. Wie man das auch noch machen kann, ist, dazu muss ich natürlich wieder erst auf den Pinsel gehen, es festhalten, dann wird es gerade. Jetzt wähle ich mir das erstmal aus, nehme es in die Mitte und dann tue ich mit diesem Verformwerkzeug, kann ich mir wunderbar mein Eis so hin verformen, wie ich möchte. Und wenn ich es noch genauer haben will, dann nehme ich dieses Eis wieder und gehe hier ungefähr bis zur Hälfte. Man sieht es, wenn es hier eingerastet ist, dann kommt hier eine gelbe Linie. Und dann kopiere ich mir dieses, weil bei Procreate ist es so, dass dann hinten dran alles weg ist, das heißt gelöscht. Markiere beides, indem ich nach rechts wische und ziehe es dann in die Mitte, indem ich dann auch wieder kontrolliere, habe ich hier die ganzen gelben Linien. Dann gehe ich nur auf 1, gehe wieder auf Auswählen, dann Horizont spiegeln, gehe auf die andere Seite und dann sehe ich, okay, ist genau gleich auf der anderen Seite. Und dann füge ich es mit entweder mit zusammenfügen oder abwechselnd zusammenfügen wieder zusammen. Und jetzt fehlt mir nur noch der Strich hier unten. Den kann ich auch gerade machen, wenn ich will. Und jetzt habe ich eine gerade Fläche. Und wenn ich eine Fläche habe, also beziehungsweise eine Umrandung, eine Outline, wo das passt, dann kann ich das auch einfügen. Sollte es nicht zum Reinziehen gehen, solltet ihr da einen Fehler haben, dann ist die Außenlinie nicht zusammen. Also da müsst ihr irgendwo ein Loch finden. Jetzt schiebe ich mir das ein Stückchen nach oben, weil ich jetzt auch noch den Stiel machen möchte. Und den Stiel mache ich in eine neue Ebene und setze es aber unter dem Eis. Manchmal funktioniert es nicht, dass man das so nach oben setzt. Dann gibt es ein Trick, dass man einfach von oben nach unten das Ganze macht. Ist eigentlich egal, in welche Richtung, Hauptsache du hast es dann so, wie du es haben willst. Wählst einfach irgendeine Braun aus und da machen wir es genauso. Da kann man sagen, okay, ich mache einen dickeren Stiel oder eben einen dünneren. Wie man merkt, es sieht dann gleich ein bisschen anders aus, das Eis. Und schon habe ich den Stiel. Ich darf nicht vergessen, oben noch den Strich zu machen, sonst kann ich es nicht runterziehen. Das heißt, wenn ich mir hier ein bisschen schwer tue, irgendwo den Strich zu ziehen, das muss auch nicht ordentlich sein. Hier könnte ich jetzt noch nachzeichnen. Wenn ich sage, das soll dann irgendwann mal eine Plotter-Datei zum Beispiel werden, würde ich das hier noch ein bisschen nachzeichnen. Aber ansonsten ist es eigentlich Pi mal Augen, weil hier sieht man ja überhaupt nicht, was dahinter ist. Gut. Dann haben wir das schon gemacht. Jetzt können wir übergehen, indem er sagt, okay, mit neuer Ebene und Clipping-Maske kann ich mir jetzt noch mit einer dunkleren Braun und ein bisschen Texturpinsel mir
eine Textur noch schon mal reinmachen. Und wie man sieht, ist es nicht so groß, also mache ich den Pinsel mir bis zum Anschlag voll und gehe hier einmal so außen rum und kann es dann auch mit einem Wischpinsel ein bisschen verwischen. Das kann man jetzt entweder davor machen oder danach. So kriegt man auch ein bisschen Textur noch mit rein in das Eis. Wenn man das nicht machen möchte, kann man das natürlich auch einfach erstmal lassen. So. Dann kann man auch noch sagen, okay, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu dunkel, kann auch noch mit der Helligkeit ein bisschen spielen, mit der Deckkraft spielen, kann ich auch hier, kann es auch mit multiplizieren, wird es noch ein Stückchen dunkler oder geht mit rein. Und ja, aber hier kann man es auf normal lassen, Deckkraft 50%, dann ist es nicht so ganz so extrem. Und das gleiche kann man dann auch noch bei dem Stängel machen. Stängel? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Nehmt dann mir auch wieder so ein bisschen dunkleres Braun. Könnt ihr jetzt entweder so ein bisschen außen rum gehen und sagen, okay, ich mache das jetzt so auch wieder mit dem gleichen Pinsel und tue das ein bisschen verwischen. Was ich aber auch noch machen kann, ist, ich nehme mir so ein bisschen so einen Bleistiftpinsel und fahre so ein bisschen hier runter, dass ich einfach noch mehr Kontur reinkriege. Und damit es dann nicht so komisch plastisch ausschaut, tue ich das dann auch nochmal mit dem Wischpinsel ein bisschen verwischen und schon sieht man das gar nicht mehr so extrem und hat wie so ein einfachen Holzstück unten eben stecken. So, jetzt sind wir schon so weit. Ich gehe jetzt ganz nach oben, mache eine neue Ebene auf und dann schaue ich nochmal mit Schwarz. Mal gucken, ob das auch rein schwarz ist. Das erkennt man hier, wenn man hier bei Werte reingeht. Ist immer alles 0, ist immer schwarz und alles mit F wie Fenster F ist alles in weiß. Gut. Vorab tue ich mir dann immer überlegen, welchen Charakter ich machen möchte oder was der sein soll, und ich wähle mir jetzt mal das Raid 4 aus meinem Cartoon Brush. Man kann einfach den Pinsel dann dünner stellen und ich fange dann einfach mal an zu zeichnen und gucke, okay, es kommen jetzt erstmal die Augen dran. Die kann man dann im Nachgang auch immer noch färben. Jetzt habe ich hier auch noch schwarz gemalt. So, manchmal dauert es einfach, bis man diese Augenform zusammen hat. Und ich setze es dann auch wieder in die Mitte. Manchmal zeichne ich durch das, dass ich jetzt Linkshänder bin, eher mal links. Und vielleicht tun auch die Rechtshänder eher mal rechts, aber da ich ja kein Rechtshänder bin, kann ich das nicht mehr nachvollziehen, wie das ist. Und daher mache ich das immer auf extra Ebenen, damit ich dann auch, wenn ich sage weiß, sieht man hier FFFF, wie schon gesagt, kann ich dann anfangen, hier schon das weiße Auge zu malen und kann auch, wenn ich möchte, es noch ein bisschen nacharbeiten. Hier habe ich ein bisschen drüber gemalt. Ups, da ist der Radiergummi etwas zu groß geworden. Habe ich etwas drüber gemalt, kontrolliere es nochmal, es passt so für mich. Und das gleiche mache ich jetzt schon auf der anderen Seite, einmal drumherum. Und wenn man eben das auf einer anderen Ebene hat, kann man das auch immer noch nacharbeiten oder einfach näher hinzoomen und dann sieht man ja, okay, da habe ich jetzt noch was vergessen. Schaut noch ein bisschen aus. Schaut schon mal ein bisschen lustig aus. Dann würde ich jetzt noch Augen dazu malen. Man kann jetzt sagen, okay, ich suche das anhand dieser Farbe aus, dass ich einfach ein bisschen dunkler gehe. Dazu kann ich mit meinem Rad das machen. Kann ich jetzt entweder diese Farbe nehmen oder die gegenüberliegende, aber gegenüberliegende ist jetzt rot, würde ich sagen. Grün finde ich auch doof. Man kann ja jetzt auch mal alles so durchprobieren, wobei ich wahrscheinlich bei dunklerem Blau bleiben werde, damit es dann schöner ist. Gehe ich nochmal ein bisschen ins tiefere Blau. Und dann fange ich schon an, die Pupille zu zeichnen.
So ein Kreis mit Finger gedrückt halten, geht es noch mal eine extra Ebene, um das Schwarze zu machen. So, dann kann ich das auch befüllen. Da ich es auf einer extra Ebene habe, kann ich da gucken, wann es in der Mitte ist. Da taucht es jetzt nicht gelb auf, sondern blau. Genau. Und dann mache ich noch die weißen Fleckchen, die Spiegelung. Einmal hier unten und einmal hier ein bisschen klein. Spiegelungen kriegt man immerhin, wenn man bei der Deckkraft hinzufügen macht und dann ungefähr bei 50% stoppt, dann sieht man, okay, es spiegelt sich ein bisschen. Dann kann ich das schon zusammenfügen und auf die andere Seite dann kopieren. Und dann schaue ich, dass es ungefähr gleich auf ist. Und als besonderen Gag kann man jetzt auch noch machen, okay, jetzt sage ich, ich möchte vielleicht jetzt nicht Clipping Mask extra Ebene, ich möchte es nicht schwarz haben, das ist mir jetzt ein bisschen zu hart, ich möchte es vielleicht auch nicht so blau haben, vielleicht ein bisschen ein anderes Blau, und dann kann ich das genau hier runterziehen und sehe dann, ah, okay, gefällt mir nicht. Wenn es mir gefällt, habe ich hier einmal die komplette Fläche. Und wenn ich das jetzt aber nach abwärts zusammenfüge, habe ich es genau nur da wo ich es auch haben will. So kann man schneller drüber malen mit einer anderen Farbe, würde ich jetzt mal sagen. So, als kleinen Gag habe ich mir heute ein bisschen was Lustiges einfallen lassen. Dann schauen wir mal, vielleicht gibt es ja da Lila, mal gucken, wie das ist. Die Farbe können wir ja, wie wir jetzt festgestellt haben, schnell ändern. Und zwar mache ich das erstmal rund. Das sollen zwei Brillengläser werden, aber ich möchte es nicht so ganz rund haben, sondern ein bisschen verformt. Und dann sollen die auch nebeneinander hinpassen. Und dann verforme ich mir die so, dass es halt nicht so ganz rund ist, sondern eher so ein bisschen oval. Dann schaue ich mir auf der anderen Seite auch, ob das so passt, ob das dann mit gleichmäßig. Dann horizontal spiegeln, genau. So, dann könnte man das vielleicht noch ein bisschen größer machen. Ziehe das zusammen oder tue das zusammen markieren. Hier wäre normalerweise die Mitte. Dann sieht man schon, okay, das Auge ist wohl nicht ganz mittig. Also müsste ich jetzt, ist ja immer noch markiert, die zwei. Dann gehe ich nochmal so, dass es ungefähr in der Mitte ist von den Augen, und dass ich hier jetzt auch noch so einen Abstand habe wie auf der anderen Seite, gehe ich jetzt einfach nur hier wieder drauf und verforme das mir ein bisschen noch nach außen. So, genau. Dann kann ich die beiden auch schon wieder abwärts zusammenfügen und mache jetzt innen drin nochmal einen kleinen Bogen. So. Huch, und mit Füllen. Na, abwärts zusammenfügen. Jetzt habe ich das in einer extra Ebene gehabt, deswegen hat das nicht funktioniert. Und jetzt mache ich noch die Brillengläser. Und wenn ich jetzt sage, okay, hier. Mittelsteg noch, einen kleinen, dann habe ich hier noch einen Fehler entdeckt, den kann man ja noch wegradieren, weil es zu viel, da muss man mal gucken, wie weit es eben eingestellt ist von den ganzen, ob man es jetzt kleiner oder größer stellt, das können Sie natürlich dann auch selber machen. Und um noch ein bisschen mehr Emotionen reinzubekommen, bekommt es jetzt noch dieses Eis von mir Augenbrauen. Auf eine extra Ebene habe ich jetzt angelegt.
die kopiere ich mir jetzt einfach und tue es mit gleichmäßig horizontal spiegeln wieder auf die andere Seite umsetzen. Und ob das jetzt für mich so passt, schaue ich jetzt erstmal. Dann sehe ich schon, okay, ich hätte es vielleicht ein bisschen kleiner haben wollen. Dann noch so ein bisschen gedreht. Kann man aber auch später noch umändern, wenn man möchte. Das ist also, gucke ich mal, habe ich wahrscheinlich zu klein gemacht. Genau, kann ich jetzt noch ein Stückchen größer wieder machen. So, und wenn ich jetzt die Brille also erstmal wieder zusammenfügen, dass ich mehr Ebenen habe. Wenn ich jetzt die Brille wieder anschalte, dann ist es über der Brille. Ich möchte es aber unter der Brille haben und ziehe es wieder runter. Genau. Und die Augenbrauen verändern sich ja auch nicht anhand der Brille, sondern anhand einfach, wie man schaut. So, jetzt kann ich auch noch gleich mit dem Mund weitermachen. Da kann man ja gucken, was möchte man aussagen. Manchmal drehe ich mir das besser so ein bisschen, dass ich da ein bisschen Besseres machen kann. Das ist jetzt ein bisschen doof geworden. Das dauert halt manchmal ein bisschen. Heute bin ich sehr oft ein bisschen, fällt mir auf. Bis man das Richtige zusammen hat. Man kann dann auch natürlich das dann wieder wegradieren. Dann malt man das eben so oft, bis man es so hat, wie man möchte. Den Rest radiert man weg. Daher denkt auch immer dran, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das sage ich auch immer zu meinen Kindern. Ja, es gehört auch Übung zum Zeichnen dazu. Jetzt habe ich da den Mund und dann möchte ich noch die Zähne machen. Die Zähne mache ich immer so, dass ich die in Weiß auf einer extra Ebene habe. Da muss man eben schauen, weil ich es ja auf einer extra Ebene habe, dass ich hier dann noch im Mund ein bisschen entlang fahre, damit ich sie dann befüllen kann. Was nicht geht, weil entweder es nicht zusammen ist oder es ist noch was angeschalten. Nein, es ist nichts angeschalten. Also habe ich irgendwo hier hinten eine Lücke gelassen zum Beispiel. So, genau. Und dann brauche ich noch meine Zunge. Die mache ich dann auch gleich noch unter meinen Zähnen bei der Ebene mit einer extra Ebene. Mach dir diesmal wie so einen kleinen Hügel. Habe ich es jetzt geschlossen, aber habe schon gemerkt, hier habe ich einen Fehler gemacht. Da muss ich jetzt nochmal, oder was heißt Fehler? Ich habe halt hier nichts, nicht wirklich was gezeichnet, oder es fehlte Farbe. Dann mache ich hier noch eine extra Ebene, Clipping-Maske. Gehe eine Farbe ein bisschen dunkler. Und dann habe ich hier noch bei den Pinseln den Shade 3, den nutze ich immer gerne. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich zu groß oder zu klein eingestellt habe. Zu klein eingestellt, muss ich ein bisschen größer machen. Und da kann ich auch mit der Gaußschen Unschärfe so ein bisschen die Unschärfe reingeben, dass es so ein bisschen verschwommen ist hier. Und dann ist es hier dunkler und heller. Und wenn man weiter weg geht, dann meint man einfach, dass es hier dunkler und da eben vorne von der Zunge ist es eben heller. So, und jetzt gibt es noch einen Trick, den ich immer mache, und zwar hier hinten. Das ist ja, wenn man im Mund reinschaut, dann ist es ja so, dass es hier dunkler ist, wenn man natürlich, dann wird es ja schwarz. Und ich mache jetzt eine extra Ebene unter den Mund, den ich vorher gezeichnet habe, gehe auf den Mund, diese Außenlinie, die mache Referenz, gehe wieder eins weiter runter, dann suche ich mir hier bei dem Verlauf diese Mundfarbe, ziehe runter, dann habe ich genau diesen Mund, einfach das Innenleben gemacht, die Fläche, und jetzt kann ich hier die bisschen niedriger die Deckkraft einstellen. Mal so 75 und jetzt kann man zaubern. Setzt mal ganz weit unten hin und schon hat man eine dunklere Fläche von dem Eis. So, das Ganze tue ich jetzt
gucken, wo kann ich jetzt noch mal was einsparen. Ich kann die Augen zusammen machen. Und was ich aber jetzt machen will, weil ich noch eine andere Idee habe, ich muss jetzt erstmal hier das Ganze markieren und ein bisschen runtersetzen. So. Weil es ist ja ein Eis und Eis möchte ja auch noch ein bisschen Deko haben, das heißt etwas obendrauf. So, jetzt gucken wir mal, welche Eisfarbe man möchte. Was passt denn zu Lila? Mal schauen. Das Gegenüber ist es grün. Wollen wir grün machen oder so ein bisschen rot? Fällt mir irgendwie alles nicht. Also ich gucke dann immer so ein bisschen durch, was könnte man machen. Das Pink ist jetzt für mich einfach sinniger, besser. Man könnte ja theoretisch auch grün wählen. Also es ist egal. Das ist ja Geschmackssache. Dann nehme ich mir einfach einen dickeren Pinsel wieder in geraden und mache hier mein Eistopping. Dann gucke ich so, dass es so ein bisschen drüber läuft und befülle es wieder. Und dann kann man das auch gleich wieder mit einem extra Ebene und der Clipping-Maske auch noch ein bisschen dunkler oder vielleicht auch diesmal ein bisschen heller mit der Textur machen. Geht einfach mal außen rum ein bisschen drum. Verwischt es auch wieder mit dem Wischfinger. So. Brauche ich noch mal die dickere, also die dickere meine ich, Entschuldigung, die dunklere Farbe, macht die ein bisschen dunkler und jetzt schaue ich mal, ob ich da nicht noch mal tiefer in das Rote mit reingehe und dann noch dunkler mache. Und dann brauche ich noch eine extra Ebene. Jetzt habe ich den falschen Pinsel. Gehe noch mal auf 5 oder 4. So. Weil ich jetzt wie so eine Art Strich mache, als wäre da was drinnen. Und zwar kommt es jetzt dann gleich noch eine extra Ebene. Dann brauche ich braun. Wenn ihr wisst, was ihr vorhabt, dann wisst ihr auch ungefähr die Farbe. Und ich denke mir dann so, ja, das passt so ungefähr. Ich könnte es auch noch ein bisschen anders machen. Mit Duplizieren mache ich jetzt den Herz. Und zwar sollte ein Keks als Herz werden. Das gibt es ja auch immer so zum Kaufen. Oder kriegt man dazu, wenn man jetzt ein Eis bestellt. Ich mache da jetzt wieder das zusammen und stelle fest, ich habe wohl was vergessen. Ja, genau, ich habe es nicht zusammengefügt. Es war auf zwei Ebenen, deswegen ging das nicht. Jetzt habe ich es befüllt und dann habe ich ja jetzt noch festgestellt, hier schaut es noch drüber, was es ja nicht soll. Es soll ja so sein, als würde es eingesteckt sein, das in das im Eis drinnen. Jetzt mache ich es runter und jetzt hat er mir den Fehler gemacht, dass es mir als Clipping-Maske, also drauf hat, das heißt immer nur da, wo ich jetzt gezeichnet habe, möchte ich nicht. Deswegen kann ich die Clipping-Maske einfach auch wieder aufheben. So, jetzt ist es so ein Eis, was an der Seite ein Herz noch drinnen stecken hat. Mache ich jetzt noch mal eine extra Ebene auf, gehe ein bisschen dunklere Farbe, vielleicht noch ein bisschen mehr ins Braun rein. Und dann hole ich mir gleich nochmal eine Textur. Gehe einfach, das ist jetzt ein anderer Texturpinsel. Eigentlich ist egal, welchen Pinsel man hier nimmt an der Seite, wenn man sagt, okay, das möchte man jetzt verlaufen lassen mit der Gaußschen Unschärfe, kann man das verlaufen lassen, weil dann macht es den ganzen Pinsel wieder zunichte. Also, und die Textur darin, dann sieht man eigentlich nur das Hell und Dunkel. Und was man jetzt noch machen kann, ist, mache ich nochmal eine extra Clipping-Maske auf. Jetzt kann man sich entscheiden, okay, das müsste ja eher drunter sein als drüber, weil jetzt möchte ich noch das Gitternetz machen. Und das Gitternetz mache ich dann eher mit so einem Bleistift. Und dann kann man eben, wenn man das drunter hat, die Clipping-Maske, kann man auch schön drüber zeichnen. Egal, wo man da anfängt.
einfach länger halten, dann werden die gerade und dann kann man das auch nachsetzen. Und dann drehe ich mir das einfach so, wie ich das Muster haben möchte. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu aufdringlich, dann gehe ich einfach mit der Deckkraft ein bisschen weiter runter, bis ich sage, okay, passt. Jetzt können wir noch uns entscheiden, ob wir sagen, vielleicht möchte ich jetzt noch was ein bisschen mit der Brille Auffälliges haben, dass ich sage, okay, vielleicht ein bisschen Pink mit rein. Können wir ja mal probieren, wie das dann ausschaut. Dass man einfach mit dem Texturpinsel ein bisschen rumgeht. So, und jetzt da könnte ich noch sagen, okay, vielleicht ändere ich einfach noch den Hintergrund. Was könnte denn dazu passen? Ein bisschen helllila, vielleicht noch ein bisschen mehr. Mache dann unten noch einmal eine weitere auf. So. Und weiß, den anderen Pinsel gehe ein bisschen hinten ran. Oh, das war jetzt zu viel, hat er mir nicht erst angenommen. So, jetzt muss ich zur Post, aber das war es jetzt erstmal. Viel Spaß beim Nachmachen.